Hallo und recht herzlich willkommen zur F1 2019 Multiplayer Saison. Mein Name ist Jan und mit dabei ist der Mike. Hey Leute! Hier die erste Hälfte des Rennens ist auch sogar auf meinem Hauptkanal. Hallo an die Zuschauer auf meinem Hauptkanal. Normalerweise Hi. Macht das ganze Let's Play auf Mikes Kanal und auf meinem Zweitkanal. In der Infokarte beide Kanäle verlinkt. Schreist du so? Und, Leute, ja, weil ich Bock hab und aufgeregt bin. Es hat so im Rennen regnet's. Alter, ist der laut. Ja, erzähl weiter. Ja, auf jeden Fall, genau. Wir machen das so, dass heute noch am selben Tag quasi um 16.30 Uhr der zweite Teil dieses Rennens kommt mit Qualifying. Wir machen ja jetzt das Qualifying, dann das Rennen und zweite Hälfte des Rennens quasi dann auf dem Zeitkanal und auf Mikes Kanal. Beide parallel, ihr könnt aus beiden Sichten gucken. Wir fahren zusammen bei Force India. Racing Point. So ein Racing Point, ja. Jetzt, genau, und wie gesagt, zweiter Teil 16:30 Zeitkanal und bei Mike. Ja, natürlich könnt ihr alle Kanäle abchecken. Abonnieren. Vor allem, weil, also unbedingt Jans Zweitkanal abonnieren und meinen Kanal natürlich auch gerne. wer unsere Formel 1 Folgen noch nicht kennt, wir machen das nämlich immer so, dass wir nicht cutten, also so gut wie gar nicht. Und deswegen haben wir dann auch den Vorteil, dass ihr eben beide Videos parallel schauen könnt. Ja, also entweder gleichzeitig schauen könnt, um so quasi das ganze Rennen aus zwei Perspektiven zu gucken. Es wird mega spannend. F1 2019. Ich fahre jetzt auch raus. Wir haben ein bisschen Test gefahren. Ein bisschen. Boah, Katastrophe. Es war eine Katastrophe. Was verändert wurde, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Das sieht man dann auch im Rennen. Ich schaue dir jetzt erstmal ein bisschen zu, denn ich bleibe ja noch wie gewöhnlich die drin. Die coolste Sache sieht man hoffentlich heute nicht. Ja, die coolste Sache ist nämlich, das können wir ja sagen, ich glaube, dass sie ziemlich viel am Schadenssystem, Schadensmodell gearbeitet haben, wobei nicht meine Modell, Kamera ist anders. Sondern Schadenssystem eher, weil die Unfälle wirken viel realistischer, als sie im Vorteil gewirkt haben. Also ist richtig krass. Also Unfälle, man kann sich jetzt mittlerweile auch überschlagen, man kann in der Luft fliegen, keine Ahnung, also es ist schon echt krass. Muss ich so noch dran gewöhnen, dass ich diese Einstellungen... Die sind alle hinter dir, drei Leute, ne? Vier, ne, drei. Meine Karte, das hat alles, meine ganzen Einstellungen wurden zurückgesetzt hier echt in jetzt? Der Dings. In der Karriere? Meine Karte vor allem, die ist... Ja, ich hatte die eigentlich ja doch schon... Oh ja. Ja genau, das sieht man jetzt bei mir noch nicht, weil ich in der Box bin. Aber es gibt auch ein neues Feature, was ich extrem geil finde. Und zwar, dass man den HUD anpassen kann. Oh mein Gott. Also die Karte kann man verschieben. Das alles in der Perspektive des Fahrers kann man quasi verschieben. Die Map und die Anzeigen und alles, das ist eigentlich perfekt. Deswegen seht ihr mich jetzt auch hier unten in der Ecke, ja, links unten, weil ich da jetzt eben Platz habe. Bitte überhol mich nicht, nein! Tu's nicht! Wer auch immer gerade hinter mir ist, ich will jetzt eine schnelle Runde fahren. Ich kenne die Fahrer ja nicht alle, weil es gibt ja auch neue. Natürlich, wer auch neu auf unseren Kanälen ist, ja, wer von uns noch gar nichts kennt, auch gerne abonnieren, dankeschön. So, hätten wir das geklärt, was ich noch sagen wollte? Was wollte ich noch sagen? Irgendwas wollte ich unbedingt noch sagen. Ich hoffe, man hört dich eigentlich richtig. Ich habe zwar deine Einstellung übernommen, hast das wirklich abgecheckt, dass es klappt? Was? Also bei mir war es immer perfekt. Also bei mir war es immer perfekt, keine Ahnung, ob die bei dir gut sind. Ich habe damit alle Folgen aufgenommen und ich finde es perfekt. Okay, ja, ich höre dich auch. Bei mir höre ich dich eigentlich auch sehr, sehr gut, deswegen... Also ich höre den Spielsound viel leiser als dich. Wenn das bei dir nicht so ist. Okay, das wird keine gute Runde. Also ich bin echt gespannt, wir müssen uns einfahren. Lol, ich sehe es. Ich hab's trotzdem noch versucht, eine gute Runde rauszumachen, aber ich muss in die Box. Wir müssen uns einfahren, neues Spiel, neue Sachen. Ich habe auch am Lenkrad ein paar neue Einstellungen vorgenommen. Gibt schon ein paar Sachen, worauf wir jetzt neu achten müssen. Wie gesagt, ich kenne auch nicht mal alle Fahrer, haben ja auch ein paar gewechselt. Zum Beispiel Lando Norris oder geklärt, gewechselt. Ja, Norris kenne ich noch nicht. Kubica oder so. Ich habe keine Ahnung. Die neue F1 habe ich auch noch in echt nicht so mega verfolgt. Also das ein oder andere Mal ein bisschen reingeguckt. Naja. Gucken wir mal, aber.
So, ab an die Box. Es war vor mir einfach ein Unfall und ich habe versucht, nicht... Oh ich nein, diese scheiß Anzeigen. Ey, wirklich. Also ich Leute, bin gespannt, wie so das wie bei immer, mir ist. Es gibt ziemlich viele Bugs und vor allem... Ja. Also erstmal wird hier wieder die Session-Zeit nicht angezeigt. Aber das wird das am Anfang immer nicht angezeigt irgendwie? Weiß ich nicht mehr. Das aber wird erst die letzten Minuten angezeigt, ja. Ich bin gespannt, wie meine Einstellungen jetzt sind, ob die übernommen wurden. Übrigens, es ist mega warm. Wir haben 32 Grad, habe ich in meinem Zimmer. Softboxen strahlen mich an, also... Ich habe 33 Grad. Ich werde schwitzen, vor allem bei aber F1. Aber man sieht auch in der Facecam, dass ich gerade schwitze. Vor allem F1 ist Konzentration angesagt. Ja, gerade schwitze ich noch nicht mega, aber das wird sich gleich ändern. Das ist geil. Ich bin gespannt. Hoffentlich sind meine Einstellungen nicht verändert, weil ich habe so lange gebraucht, das alles so anzuordnen. Okay, meine Einstellungen sind nicht verändert. Musste gerade die Karte wieder irgendwie... Doch, bei mir ist alles richtig. Leute, deswegen seht ihr mich gerade hier, weil die Karte jetzt eben auf der anderen Seite ist, also rechts oben. So, ich fahre jetzt auch wieder raus. Und dann kann ich auch mit Greenscreen aufnehmen und so, und das ist alles ganz praktisch. So, wir stellen natürlich hier runter. Ich habe mir auch auf Hotkeys gelegt die Vorderrad, Bremsverteilung, die ich ja immer ein bisschen höher stelle. Einfach aus gegebenen Gründen. Ja, wie gesagt, also ich habe noch gar kein richtiges Rennen gefahren. Wir haben nur Zeitfahren gefahren. Naja, was wir also auch, wir ja, haben wir haben Rennen gefahren. Aber so. Wir haben es nur eine Runde gefahren. Ja. Wir haben kein ganzes Rennen gefahren. Nee, so. Gar nicht. Also ich habe auch noch nichts mit Benzin und ERS und so verstellen müssen und verstellt. Also das auf jeden Fall nicht. Ja, ich muss auch mich erstmal dran gewöhnen. Ich habe das ja in der letzten Saison nicht mit Hotkeys gemacht. Ja, du hattest es gar nicht, genau. Jetzt muss ich erstmal dran gewöhnen an diese Tasten, dass ich diese Tasten benutzen muss. Du hattest es also, gar nicht, ja. War schon praktisch, aber dieses L3 und R3 ist so weit unten, naja. Muss man so richtig, finde ich, umgreifen. Also ich bin es halt gewohnt, deswegen ist es für mich in Ordnung. Ich habe jetzt zum Beispiel diese Anzeige hier, wo man die KMH sieht und die ganze Einstellung hier rechts eben über dem rechten Spiegel. Die habe ich eben so angepasst, dass man auch den Spiegel gut sieht und so ein Zeugs halt alles. Ich finde das echt eine gute Funktion. Das müssen wir ein bisschen runterstellen. Wer ist hinter mir, den darf ich auf jeden Fall nicht vorbeiziehen lassen. Wir stellen auf Hotlap. Hinter und vor mir ist zum Glück gerade gar nichts. Wir haben natürlich mit Racing Point jetzt hier auch ein Auto, was im Topspeed... Ah, jetzt ist bei mir, glaube ich, wieder alles richtig. Was im Topspeed und allgemein im Speed ganz gut ist. In Kurven verhält sich auf Geraden oder so ganz gut. In Kurven verhält sich das Auto nicht so mega. Aber es ist halt wieder ein Auto, was so oberes Mittelfeld fast schon an die oberen Plätze immer ankratzen kann. Das ist halt eine spannende Karriere dann. Ja, Schwierigkeit hoffe, haben wir übernommen. Schwierigkeit haben wir übernommen von F1 zu 18. Dieselbe Schwierigkeit, wie wir sie am Ende hatten. Ja. Oh, das wird keine perfekte Runde. Bin ich da mal gespannt, wie die Schwierigkeit sich verhält, ob die gut ist, ob wir die höher oder schwächer stellen müssen. Werden wir natürlich machen. Ja, kann ja sein, dass einfach die Schwierigkeit, die wir in F1 hatten, hier jetzt sich ganz anders anfühlt oder so. Ja, ja, klar. Aber. Und was wir wahrscheinlich auch machen werden, wenn wir die Karriere dann abgeschlossen haben. Wenn, das dauert natürlich noch. Aber wir bringen mehr als jetzt nur eine Woche zum Anfang. Also ja, genau. Wir bringen relativ oft jetzt am Anfang Wochenende, Videos. Vielleicht sogar am Freitag oder so schon das die nächste Rennen. Folge, das nächste Rennen, ja. Ja. Was ich sagen wollte, ist, dass wir bestimmt auch in der zweiten Saison gegeneinander mal fahren werden, was sich ja viele gewünscht haben. Das haben sich ja viele gewünscht, dass wir in anderen Teams sind. Aber das haben wir jetzt noch nicht gemacht. Wir wollten zu Racing Point, was ich ziemlich cool finde. Und ich bin zweiter Platz. Okay. Was? War deine Runde gut? Ja. 1:27.0. War schon in Ordnung. Also ich bin nicht immer Fullspeed reingegangen. Ich habe eher ein bisschen vorsichtiger gefahren. Aber ansonsten habe ich keinen Fehler gemacht. Oh. Erster! Was? Du warst eine Sekunde schneller als ich und sagst zu mir, du bist scheiße. Ja, die war auch schlecht. Ja, na, die Zuschauer haben es ja gesehen, dass ich gerutscht bin. Dann müssen wir die Schwierigkeit wahrscheinlich hochstellen. Ach, was für eine Schwierigkeit hochstellen. Nee, eine Sekunde schneller als ich, Junge. Ja,
Aber ich habe ja gesagt, ich fahre vorsichtig. Auch nicht so. Außerdem, Qualifying war bei F1 immer so, dass das Qualifying das ja, das weiß ich. KI-schlechter das sind. Wir haben uns ja häufig auch in der letzten Saison ganz vorne qualifiziert. Das checken wir. Und im Rennen war es dann. Fährst du noch eine? Nee, ne? Nee, ich fahre jetzt rein. Okay. Und im Rennen war es dann so, dass wir wirklich teilweise gar keine Chance hatten gegen irgendwie Ferrari und Mercedes. Teilweise, ja. Wobei wir also jetzt. Nicht bei allen Strecken, nicht bei allen Strecken, aber zum Beispiel weiß ich noch, bei Monaco hatte ich gar keine Chance, die da vorne noch einzuholen irgendwann. Ja, irgendwann wurde es schwierig. Klar, wenn man als Erster ist in Monaco und die nicht vorbeilässt, dann ist es leicht. Ja? Aber ich weiß auch, China zum Beispiel, das war. Da konnten die NPCs gar nichts. Das war aber auch letztes Jahr schon so. Das wird wahrscheinlich dieses Jahr dann auch wieder so sein. Boxenstopp. Und ja, also es ist halt einfach total streckenabhängig hier auch die KI-Stärke. Klar, oder vielleicht ja. Auch ist es halt von uns abhängig. Ja, wir eben, wir sind auch nicht auf jeder Strecke nicht so perfekt. Also teilweise manches zeigt es mir richtig an, manches zeigt es mir nicht richtig an. Also mir zeigt es eigentlich alles außer die Strafen richtig an. Ja, die Strafen zeigt es bei mir nämlich auch nicht richtig an. Ich glaube, ich war halt relativ vorsichtig gerade, das ist das Problem, aber ich bin auf jeden Fall besser und komme an deine Zeit ran. Bildschirmanzeigen, OSD, ich pack das hier einmal, diese schnellste Runde anzeige. Oh, das war nicht so cool. Bin mir nicht sicher, ob es das ist. Das war gar nicht cool. Das Ding ist, wir haben halt einen enormen Vorteil, also ich habe meine Runde jetzt übrigens versaut. Ich wäre sonst ziemlich nah rangekommen, ich war 0,5 besser. Jetzt, ja, nur noch, gar nicht jetzt nur noch 3 Zehntel. Ja, ich habe ja noch zu fahren, also ich hätte schon mehr rausholen können. Ich bin jetzt wieder 0,6 Zehntel. Egal, wir haben halt den enormen Vorteil mit Racing Point jetzt, dass wir auch gegen solche Autos ankommen wie Ferrari, vor allem auf den Geraden, wenn ja, man Topspeed gefahren ist. Ja, wir hatten auf den Geraden halt total viele Probleme mit dem Renault. Ja, und auch mit und Red Bull war es nicht so mega. Ja, mit Red Bull auch. Aber der Red Bull war halt noch besser und dieses Jahr, also vom Topspeed ist der Red Bull ja also Kacke. 7 Zehntel war ich besser als gerade eben und hätte ich den Fehler nicht gemacht, wäre ich wahrscheinlich an dir vorbei, aber ist egal. Ja, ich hatte auch 2 Fehler drin, aber ich bin glaube ich erster Fahrer, oder? Du bist erster Fahrer, ja. Okay. Ich denke, wenn wir uns so qualifizieren, ist das ganz okay. Ja, ganz okay, erster, zweiter. Kann man schon mal machen, würde ich sagen. Ja. Wollen wir das Qualifying ab jetzt hier cutten? Ja, wir können cutten, ja. Okay, dann einmal. So, Leute, es hat tatsächlich geklappt. Das ist unglaublich. Wir schauen mal, wie das Rennen läuft. Ansonsten, ja, ihr könnt alles mögliche in die Kommentare reinschreiben. Wir werden auf jeden Fall nochmal gleich gucken. Wie gesagt, wir schauen uns das Rennen an. Vielleicht müsst ihr den direkt schon mal die Schwierigkeit höher stellen. Ja. Konnte ja keiner ahnen. Aber wir werden ja erstmal hier Spaß haben und wie gesagt, also wir werden wahrscheinlich auch Fehler machen und die anderen Autos sind krass. Ja, natürlich jetzt mit dem, was Topspeed oh, auch ein krasses Intermediate, Auto. Doppel. Oh. Das ich ist ja gar so Spaß. Doof. Ich hab gar keinen Spaß. Okay. Ich mach mein Auto, leicht. Ja, klar. Es halt regnet halt wirklich auch durchgehend so. Ich bin fertig. Leute, wir haben übrigens hier Kupplung und so verlegt. Also ich schaue jetzt hier zurück auf meiner Schultertaste und auf der anderen Schultertaste habe ich DRS. Und deswegen habe ich die Kupplung auch tatsächlich auf dem Kupplungspedal meines Lenkrads. Was ziemlich interessant wird. Ist ein bisschen schwierig noch momentan für mich. Aber kriegen wir hin. Hotlap-Runde erstellen und so. Ja, war ich gerade. Vorderbremskraftverteilung ist noch on point. Du legst in Führung, halte das Tempo. Ist das bei dir im Bildschirm ganz oder nicht? Ja, das ist ganz drin. Ja, das ist bei mir auch ganz drin, aber nur ganz knapp. Oben steht irgendwie voll versetzt bei mir Einführungsrunde. Ja, bei mir auch. Voll links einfach. Ja. Richtig geil. Aber ich finde das mit der Map rechts oben finde ich eigentlich echt cool. Ja. Ja, 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 genau. Vor allem viele Leute haben auch immer Greenscreen bei mir gefordert. Und es ging halt immer in den alten Teilen schlecht, weil wohin oben? Greenscreen sieht scheiße aus. Und deswegen finde ich das gut, dass wir das jetzt verschieben können. Weil so kann ich meine Kamera perfekt positionieren.
Er hat mir gerade den Weisheitstipp des Lebens gegeben, dass, ja, der, was Regen, hat er gesagt? Dass der Regen noch anhalten wird. Nice. Echt? Ich finde Regen so scheiße. Ja, wir halten hier einfach auf. Du payst ultra weg übrigens, ne? Du musst alle Gänge durchfahren. Echt, muss man? Hat er mir gesagt. Mach ich das auch wenn ich jetzt in die Kurve reinfahre, egal. Nein, hat er mir gerade nicht gesagt, aber das sagt er normalerweise, aber ist mir eigentlich egal. Also hinter mir war ja schon Abstand, ich hab den. Weiß gar nicht, ob man bei Regen mit Fett und Hotlap starten soll. Wann übernimmt er? Jetzt. Bei dir jetzt? Ja. Ah ne, doch noch nicht. Er hat gerade einmal übernommen oder so, aber er hat er doch nicht gemacht. Wahrscheinlich musst du selber hinfahren, Leute. Vielleicht. Das hatten wir noch nie. Das neue Book. Jetzt hat er übernommen. Dann bin ich gerade nur gerutscht. Alter, ich bin bisher überrascht, dass es nicht leckt, weil letztes Mal F1 zu 18. Übrigens, die Startaufstellung ist bei mir wieder außerhalb des Bildschirms. Echt? Das bei mir nicht. Ja, doch, bei mir das steht Startaufstellung wird von Start, blablabla. Der Text ist drin, aber das Symbol ist außerhalb. Jedenfalls, F1 zu 18 war ja so, dass es die ersten paar Wochen, Tage Probleme gab mit den Servern und geleckt hat. Das fand ich natürlich saugeil. Ja. Bin überrascht, dass es jetzt nicht so ist. Okay, ich wünsche dir viel Glück. Ich auch. Wie viele Runden gibt's? Keine Ahnung. Ich schwitze überall, auch an den Händen gerade. 29 Runden, das ist ja wenig. Klar. Oh, das die war neue so Saison schlecht. Beginnt. Das war so schlecht, mein Start. Aber die neue Saison beginnt auf jeden Fall. Ferrari zieht an mir und dir vorbei wahrscheinlich. Ja, kann sein. Ich lass ihn nicht. Ich lass alle gerade vorbei. Ich will nicht rammen. Mein Start war echt scheiße. Und ich will ihn nicht wegrammen. Oh mein Gott. Ich sehe gar nichts. Es ist so krass, der Regen. Oh mein Gott. Der Regen ist so krass. Ich sehe nichts. Okay, ich habe mich wieder zurückgekämpft. Und ich werde gedreht. Hallo? Rennkommission? Ich bin. Ich hab minus Benzin. Ich bin. Oh Gott, ich auch! Oh, ich fahr Schlangenlinien! Ich bin Dritter. Mein Start war auch deswegen schlecht, weil ich mir unbedingt das Handtuch noch zur Seite holen wollte. Und das, Handtuch? Ja, ich hab so ein kleines Handtuch mir extra geholt und ich hab's weggelegt gehabt. Und jetzt wollte ich es herholen und dann war die Startdame schon bei 3 oder 4 oder so. Ich glaube bei 3. Was bist du denn für ein krasser Typ? Oh, ich sehe gerade, meine Kamera ist fast aus und fahre gegen die Wand dabei. Boah, ich kann mich gar nicht richtig auf der Strecke halten. Normal starte ich die. Botas ist jetzt da, was denn mit Vettel passiert? Weiß nicht. Ich habe damit nichts zu tun. Ah, jetzt wissen die Zuschauer wieder vielleicht, weil so viele Neue mit einschalten, nicht, weswegen wir manchmal Namen so ultra langgezogen aussprechen. Ja, das, das ist so ein Insider. Also wir sprechen zum Beispiel nicht Bottas aus, sondern Bottas oder Hamilton oder Vettel oder so. Ja, für die neuen Zuschauer. Das kam, das hat den Ursprung in Formel 1, Formel 1, Football Manager. Alaba. Alaba, außerdem Alaba ausgesprochen, oder? Ja, und das haben wir dann einfach übernommen, das ist halt ein Insider. Ja, ich komme gerade mega an Bottas ran. Ich fahre ihm gerade drauf. Das war nicht so geplant, aber er hat mir keinen Platz gemacht und ich habe keinen Bock gehabt zu bremsen. Langsam. Ich bin Zweiter. 59.000 Runden. Ja. Rennkommission! Ich werde schon wieder gekickt einfach. Mann, Bottas, ey. Oh Gott. Rip. Rip, rip, rip. Ich wollte einmal an meine Zuschauer sagen, dass ich der zweite Fahrer bin. Ja. Ich wollte an meine Zuschauer sagen, dass ich eigentlich meine Kamera immer nach der Einführungsrunde neu starte, aber das jetzt nicht gemacht habe. Und deswegen ein fettes Problem habe, weil die gleich ausgeht. Ich lasse den Bot dann kurz fahren, weil die ist wichtig, dass die vor allem heute in der heutigen Folge. Ja, der Bot ist krass. Ich hätte die halt so perfekt starten können, dass es für die Zuschauer unauffällig ist. Alter, wer ist denn im zweiten Sektor so schnell? Ich hab dir in dem zweiten Sektor nur grün bekommen. Ja, ich bestimmt. Ja. Oder? Oh, ich flieg raus! Nein! Mein Reifen ist weg! Was ist passiert? Nee! Lässt. Das kann doch nicht sein! Ich muss die Kamera nicht mehr neu starten. Alleine.
Das kann nicht sein, dass meine Folge heute schon zu Ende ist. Das erste Rennen. Und ich habe nur eine Folge. Oh mein Gott. Ja, die zweite Folge dann, Leute, bei mir auf dem zweiten Kanal. Schaltet vorbei. Ja, wir können auch deine schon beenden eigentlich. Das ist so ein guter Zeitpunkt, glaube ich. So ungefähr eine halbe Stunde. Alter. Du kannst ja jetzt mein Renningenieur sein und mir zugucken. Ja, ich werde auf jeden Fall jetzt bei Jan dabei sein. Und... läuft bei mir auf jeden Fall gerade eigentlich ganz gut. Bilder machen, ihm helfen und ihm die Daumen drücken. Das war natürlich scheiße. Ich weiß nicht warum, aber ich bin halt... abgerutscht einfach. Ich bin einfach abgerutscht. Ich weiß nicht warum. Einfach das lag, glaube ich, einfach daran, dass ich ein bisschen zu viel Gas gegeben habe. Aber war nicht zu. Also keine Ahnung. Ja, ich rutsche aber auch ultra. Also ich bin. Ja, keine Ahnung. Hast du jetzt eigentlich im Zuschauermodus? Der soll ja jetzt eigentlich so krasser sein. Das weiß ich nicht. Das werde ich gleich testen. Was soll der krass sein? Ja, es gibt ja jetzt quasi, weil das ja jetzt so E-Sport-mäßig ist, müsstest du eigentlich bestimmt jetzt eine Karte haben. Nee. Nicht? Nee. E. Nee, das ist immer noch überflüssig offensichtlich. Ah, das Update? Ach man, Leute, das ist gerade so traurig. Junge. Tut uns leid, wir können dir die Information nicht geben. Alter, ich habe damit nie gerechnet. Ich bin gleich die Folge, aber ich habe damit nie gerechnet. Das ist ultra krass gerade. Naja, okay, schaut bei Jan vorbei und zweite Folge eben bei ihm. Lasst mir euch total, wenn es euch gefallen hat. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao. Ciao, Leute. Tschüss.